Assalamu alaikum, liebe Freunde. Hier ist Amo Ben Hamida. Nehmt euch 2, 3 Minuten Zeit mit mir, um etwas ganz Rudimentäres, Einfaches, Basic-mäßiges anzusehen. Ich zeige euch 2 verschiedene Grafiken. Und ihr sagt mir bitte, Hand aufs Herz, welche euch mehr Sorge, mehr Angst macht. Ist es diese hier, die obere, oder ist es die untere? Ihr seht hier, ich rede nicht von der aktuellen Situation, ich rede ganz allgemein von jeder Grafik, die man stellt, also ein Balkendiagramm nennt man das. Ich fange hier an, das sind die Tage, sagen wir mal, und das ist die Anzahl. Ich mache hier kurz größer, damit ihr seht, worum es geht. Hier Tag 1, Tag 2, Tag 3 und so weiter. Und hier 100, 200, 300 bis 600. Okay. Also ich habe irgendeinen Fall und täglich steigt die Kurve und dann geht sie langsam nach unten. Das ist die eine Kurve, die eine Grafik. Die zweite Grafik ist, ich habe wieder Tag 1, 2, 3, 4, 5, 6 und ich habe hier von 1000 bis 4.500. Und ich kumuliere aber, Tag 2 besteht aus den Fällen des Tag 2 und des Tags 1. Tag 3 besteht aus dem Total von dem Tag 2 plus die Fälle von Tag 3 und so weiter. Jeden Tag kommen neue Fälle dazu und ich rechne sie einfach zusammen. Diese Steigerung hier wird nie aufhören, niemals, solange hier mehr als 0, also plus 1 ist, wird dieser Balken gleich groß sein wie der letzte, aber er wird nie nach unten gehen, niemals, ist technisch gar nicht möglich. Es ist ja die Kumulation, es ist ja das Zusammengerechnete des Vortags plus des neuen Tages. Und jetzt, es sind dieselben Zahlen. Ich mache es jetzt ein bisschen größer hier. Es sind dieselben Zahlen. Ich habe sie nur kopiert. 120, 150 neue Fälle, 250 neue Fälle, 360, 400, 500. Und jetzt geht es wieder runter. 450, 400, 350, 360. Schön langsam runter bis 75. Okay? Es sind genau die gleichen Zahlen wie hier. Aber ich habe Folgendes gemacht. Ich habe mir gesagt, am ersten Tag sind es 120, am zweiten Tag sind ja 350 dazugekommen, also sind es insgesamt sind 150 dazugekommen, also 270. Am dritten Tag sind 250 dazugekommen, also 512 und so weiter. Am Schluss bekomme ich 3.885 totale Fälle. So, jetzt nochmal die Frage an dich: Welche Grafik müsste man dir zeigen, damit du Angst bekommst? Ganz sicher diese hier. Die zeigt, dass die Kurve ständig nach oben geht. Man sagt, die Kurve sind die Balken, die geht immer nach oben. Und man sagt auch, und die Aussage ist nicht falsch, nämlich, dass auch hier am letzten Tag, den wir in dieser Grafik haben, sagen wir mal der Tag 5, 13, da sind die Fälle gestiegen, ja, um 75, nicht mehr um 500. Sie sind um 75 gestiegen, klar, ja. Die Aussage ist richtig, sie sind gestiegen. Sage ich aber hier die gleiche Aussage, dann müsste ich ja sagen, die neuen Fälle sind 75 im Vergleich zu gestern, wo sie da 175 waren, 150 waren. Also ihr seht, wenn ich etwas kumuliere, dann kann das niemals nach unten zeigen. Niemals. Technisch nicht möglich. Und wenn es bei Null ist, wenn diese Kurve hier Null komplett nicht mehr sichtbar ist, dann hast du hier immer noch den letzten Balken. Das ist der letzte Balken, der ist der größte, der längste. Also nochmal, schaut dir das gut an. Es sind die gleichen Zahlen, je nachdem, wie man es dir zeigt. Entweder macht man dir eben Angst mit dieser Grafik unten. Oder man zeigt dir die Realität und sagt, okay, wir haben einen Peak erreicht und jetzt geht es langsam runter, aber irgendwann demnächst geht es komplett runter. Schau dir die Robert-Koch-Zahlen an. Diese Grafik gibt es dort, die musst du ein bisschen suchen. Diese Grafik hier wird anscheinend jeden Tag in den Nachrichten gebracht und zwar eben mit diesem Balken. Vielleicht, um uns zu sagen, hey, Achtung, Achtung, es sind
so viele. Ja, aber man kann genauso gut sagen, es sind so wenige. Ja. Okay, ich hoffe, du konntest den Unterschied jetzt sehen zwischen diesen zwei Grafiken mit den identisch gleichen Zahlen.